Hallihallo, heute mal wieder ein Video von unserem Ubuntu 14.10 Next. Wie gesagt, Hinweis auf die Next-Version. Was wir noch nicht geguckt haben, war eigentlich der Ubuntu Store. Ubuntu Store. Da schauen wir mal rein, was haben die denn da alles? Ne? Mit der Maus kann man klicken und ziehen und kann so ein bisschen rumbrowsen. Das sieht noch nicht viel aus, aber da ist noch mehr. Zum Beispiel findet man unter Developer Tools auch ein Terminal, das sich aber leider Gottes momentan nicht installieren lässt. Man klickt also auf das gewünschte App drauf, bekommt wie im Ubuntu Software Center eine Vorschau, sagt Install. Ne? Mittlerweile habe ich einen Ubuntu One Account hier hinterlegt, aber lässt sich komischerweise nicht installieren. Der Download wäre gescheitert oder solche Geschichten. Gut, Developer Tools, was haben wir noch? Games, Spiele. Unten steht See All, also das ist noch lange nicht alles. Nicht jedes dieser Spiele lässt sich jetzt momentan installieren und aktivieren. Hat was mit dem Qt 5 zu tun. Wir sind hier in einer höchst experimentellen Version, die eigentlich 2016 erst herauskommen sollte. Wichtig für die App-Entwickler ist halt, dass die schon mal eine Basis haben, wo die schon mal gucken können, wie ihre Apps sich auf einem PC verhalten. Ne? Zum Beispiel habe ich The Run installiert. The Run. Und das ist ein Spielchen, das hier so läuft. Ziemlich rudimentäres Spiel. Macht ja nichts. Klick anywhere to play. Nun, da geht es nur darum, funktioniert überhaupt mal mehrere, ne? Mehrere hier auf dem PC, viele haben ja Ubuntu gar nicht zugetraut, einen eigenen Display-Server zu machen, ist ja normalerweise Xorg, ne? Xorg Display-Server. Gut, schauen wir mal, mehrere, es gibt mittlerweile auch ein Screencast-Utility, heißt einfach mir Screencast. Eine Webseite beschreibt auch, wie man es macht. Habe ich mal ausprobiert. Produziert gigantisch große, gigabyteweise große Dateien. Ist viel zu groß, im Moment noch unbrauchbar. Deshalb noch von der Videokamera. Check for Updates. Checking for Updates kann man hier machen. Wer Probleme hat, sein Ubuntu One Account überhaupt mal zum Laufen zu kriegen, zeige ich gleich. Tja, da war es mal wieder soweit. Ich musste mal kurz wieder drüber installieren. Das passiert hier in dieser sehr, sehr frühen Entwicklerversion sehr häufig. Ne? Wir sind ja eigentlich jetzt anderthalb Jahre zu früh. Ne? Nicht einen Monat zu früh, wie man denken könnte. Denn Ubuntu 14.10 Next sollte ja eigentlich erst 2016 im April kommen. Wir können aber jetzt schon mal gucken. Ne? Ich habe also drüber installiert, das heißt Ubuntu 14.10 mit Ubuntu 14.10 ersetzt. Dadurch sind die bereits installierten Apps erhalten geblieben, was man an dieser Fehlermeldung erkennt. Wichtig dabei, denselben Benutzernamen, Passwort sagen wie bei der ursprünglichen Installation, das ist gut. Insbesondere ist das wichtig, das hier werdet ihr machen müssen, wenn ihr den Empfehlungen von Ubuntu folgt. Und als Workaround, damit manche Apps überhaupt gehen, Qt5-Default installiert, denn dann kommt ihr nach einem nächsten Login gar nicht mehr rein. Gut, dann ist Workaround nochmal drüber installieren, ne? Drüber, nicht neben installieren, mit denselben Benutzereinstellungen, die Einstellungen bleiben erhalten und dieses Qt5-Default erst wieder in der grafischen Benutzeroberfläche installieren und dann so lange damit arbeiten, dass man sich nicht wieder einloggen muss. Kleiner Workaround. Okay. Gut, das mit dem Text hier eingeben ist doch eine Geschichte für sich, denn wir haben das Problem mit den Sprachunterstützungen. Die Keyboard-Settings sind noch nicht so hundertprozentig Language and Text. Ne? Keyboard-Layouts Deutsch habe ich zusätzlich installiert. Wenn ihr Probleme habt, zum Beispiel euren Ubuntu One Account zu aktivieren, dann hilft die Notizanwendung weiter. Doppelklick hier rein und hier könnt ihr den Text eintragen und hier kann man zum Beispiel auch das Add oder den Punkt eintragen. Das Add zum Beispiel mit der 2
Und den Punkt erreicht man auch. Braucht man zum Login in den Ubuntu One Account den Punkt, den findet man nämlich nicht wieder. Ja, ja. Also wie gesagt, wenn ihr da Probleme habt, das Add zu kriegen oder ähnliches, hier in der Node-Anwendung könnt ihr das eingeben. Nachdem da irgendein Text drin ist, ja, könnt ihr mit der Maus klicken und festhalten, könnt den Text kopieren, dann in die entsprechende Einstellung gehen, den entsprechenden Account festlegen. Gut, Keyword Layouts, irgendwo hängt es da wieder. Gut, hier unter Accounts sehe ich meinen Ubuntu One Account, kann da reingehen. Wichtig dabei ist, dass der im Vollbildmodus hier nebendran erscheint. Da müsst ihr ein bisschen experimentieren, gegebenenfalls Login und Logout machen. So, da manche Apps wie zum Beispiel YouTube heißt es hier, YouTube, da kann man gewisse Apps, ihr seht, das läuft nicht, das App läuft nicht, Open will nicht, da kann man, wie gesagt, die Qt5 Defaults in der laufenden Session installieren, Steuern Alt und F2, Login, Rack, euer Passwort eingeben. Und wir installieren mit sudo Leerzeichen apt-get Leerzeichen install Leerzeichen qt5-default sudo apt-get install qt5-default, also ein Workaround, der aber nur so lange funktioniert, wie man in der Session ist. Beim nächsten Login kann man sich nicht mehr einloggen, beim nächsten ausschalten. Also muss ich jetzt nochmal mein Admin-Passwort eingeben. Mein Root-Passwort, und da wird eine ganze Menge Zeug installiert. Und dieses Zeug verhindert den nächsten Login, komischerweise, führt aber dazu, dass man in der laufenden Session manche Apps überhaupt erst ausführen kann. Wir werden gleich sehen, ich werde mich gleich mit STRG ALT F8 wieder zurück auf die Unity Mir Session zurück switchen. Wie gesagt, ihr müsst euch dann darauf vorbereiten, dass ihr, falls ihr den Rechner ausschaltet oder Ubuntu wieder mal hängen bleibt, nochmal drüber installieren müsst. Das ist im Moment ein bisschen anstrengend. Macht aber nichts. Warum macht das nichts? Das ist hier für Entwickler. Ne? Entwickler, die Apps entwickeln. Und die sind froh, dass ihr App überhaupt mal auf einem PC läuft, denn das ging bisher überhaupt nicht. Und nicht erst 2016 im April, sondern schon heute, damit die mal gucken können, wie sich ihr App verhält. Also STRG ALT und F8, bin ich wieder da. So, jetzt gucken wir mal. Ne? Nachdem Qt5 Default installiert ist und ich mich nicht auslogge, wenn es denn geht, falls es nicht sowieso abschmiert, dann könnte ich YouTube mal testen. Ne? Funktioniert, da kann ich dann auch mal was suchen, zum Beispiel Test. So, wunderbar, also da kann man hier auch was abspielen. Wie gesagt, manche Apps funktionieren erst dann, wenn man Qt5 Default als Workaround installiert hat. Na, wie gesagt, Ubuntu Software Center, Ubuntu Store, wie gesagt, es gibt da viele, viele interessante Apps zum Angucken, Productivity, Musik und Audio zum Beispiel. Könnt man da gucken, ne? Da habe ich gefunden, YouTube App beispielsweise, VLC Control. Nicht, dass mein Ton jetzt gehen würde, ne? Nicht, dass er jetzt gehen würde. Ich glaube, jetzt wird mittlerweile Pulse Audio benutzt hier im Ubuntu 14.10 Next. Hier habe ich zum Beispiel mal eine App installiert, OSM Touch. Das funktionierte auch erst, nachdem Qt5-Default überhaupt installiert war. Da kann man dann hier drauf drücken und suchen nach einem Ort, Deutschland. Und kann mal gucken, ne? Germany. Und dann sind wir daheim. Jetzt funktioniert dieses App und dann baut sich mit der Zeit auch hier diese Map auf. Gut, dann geht das überhaupt mal. Hier kann man, wie gesagt, die Apps nach oben schieben, dann sind die wieder geschlossen. Zop, Notes, weg. So, dann gibt es natürlich mehr oder weniger sinnlose Apps wie Random Cats. Ne? Hier oben ist so ein Knopf,
Da geht es eigentlich nur darum, mal zu gucken, immer wieder auf den Knopf drücken kommen, lustige Katzenbilder, was denn da so überhaupt geht. Nicht alles ist unbedingt sinnvoll. Was auch ohne QT5 Default geht, ist Google Maps hier seitlich als App. Kann man auch mal was suchen. Und ja, da kann ich auch mal ein Deutsch, ich sitze ein bisschen quer, Deutschland, und könnte da mal suchen lassen mit den Google. Also es gibt verschiedenste Apps, die es bereits tun, ne? Plus und Minus, kann man mal reinzoomen. Was zum Beispiel auch geht, ist das Twitter-App, ne? Auch ohne QT5 Default. Ich habe jetzt mal geguckt, was ohne geht, ne? Wie gesagt, The Run, ne, das ist völlig gut, so ähnlich wie ein euch nicht ganz unbekannter Name auf YouTube. Taschenrechner-App geht auch ohne QT5 Default. Da kann man mal was rechnen, sehr schön. Ja, da kann man was nachinstallieren, kann man da mal gucken, Ubuntu Podcast und ähnliches. So kriegt man überhaupt mal, ne, in diesem Ubuntu Store überhaupt mal irgendeine App zum Laufen, und solange die Session läuft und nicht abschmiert, ist die Sache in Ordnung. Ne? Da kann man mal gucken, könnte ich mich mal, ja, anschauen, was da was ist, installieren, ne? So wird es installiert, und wenn ich es wieder deinstallieren will, gehe ich auf Uninstall und nochmal Uninstall. Ist das gut? Wie gesagt, Voraussetzung für den Ubuntu Store ist ein Ubuntu One Account. Und obwohl, ne, Ubuntu One hat ja zugemacht. Ne? Wer sich jetzt wundert, Ubuntu One hat doch eigentlich zugemacht. Ja, Ubuntu One Files, also die Cloud hat zugemacht und Ubuntu One Music, aber für den Ubuntu Store wird es immer noch benutzt. Kommunikation. Kann man da gucken, was alle hier, Amazon haben wir ja auch natürlich eine App. Viele der Apps sind HTML5 Sachen, insbesondere die Spiele. Ne? Spiele sind zum Beispiel viele HTML5 Games drin, Browser Games. So, Wikipedia. So sieht man zum Beispiel da. So, hier kann ich wieder rüberwischen, kann mal gucken, was ich hier alles so auf hatte. Sehr schön, kann da wieder zurück, kann so wieder uminstallieren, geh zurück, sehe dann hier irgendwo mal das Wikipedia-App mit zurück, kann man da wieder zurück, oder man wischt es einfach zu. Gut, hochwischen, ist es geschlossen. Draufdrücken, festhalten, sieht man wieder den Uninstall-Dialog, den man zweimal bestätigen muss. Dann ist es wieder fort. Sehr schön. Zum Beispiel das hier. Drücken, festhalten, uninstall, ist es wieder weg. Also mittlerweile kann man sich das Ganze schon mal anschauen zumindest. Memebook, keine Ahnung, was das sein soll. Man sieht eine Vorschau ähnlich wie im Ubuntu Store. Das Ganze ist eigentlich gedacht für Smartphone, wie man hier noch sieht. Und diese Apps müssen erstmal mit diesem großen Desktop-Bild zurückkommen. Im Moment ist als Workaround halt QT5 minus Default. So, wie gesagt, Open, dann könnte man mal gucken, was das sich so tut, wenn es denn geht. Es sei denn, er schmiert so ab wie jetzt. Also, ihr seht, es bleibt schwierig. Aber wir haben eine Ubuntu-Version, die man schon mal testen kann. Und zwar vorher, bevor Ubuntu 16.04 kommt. Ich drücke jetzt mal den Ausschalter an meinem PC. Hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.